إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Wir werden bi'idhnillahi ta'ala einigen weiteren Fragen von dieser Abhandlung nehmen. Und zwar die nächste Frage, die dem Imam al-Sheikh Rabia Hafidahullah gestellt ist, ist die Frage bezüglich der Aussage Allahs, فَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. So verkünde frohe Botschaft meinen Dienern, die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Das ist die Frage, die dem Sheikh Rabia Hafidahullah hier zu diesem Thema gestellt wird. Sheikh Rabia Hafidahullah sagt in seiner Antwort, nach diesem Verständnis, die diese Leute eben es folgen, sollte man dann auch den Juden zuhören, ihnen ja Gehör schenken und auch den Christen und den Kommunisten. Und gleichzeitig ist man unwissend. Und man sollte es auch den Sufis und den Erneuerern. Wie soll man, wenn man unwissend ist, dann all das, was man von diesen Leuten, sei es Kuffar oder Erneuerer, wie sollte es man dann unterscheiden? Wie soll man unterscheiden zwischen der Wahrheit und der Falschheit? Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, du kannst nicht mal unterscheiden zwischen das, was gut ist und was besser ist. Was gut und was besser ist. Und geschweige denn, du wirst diesen Angelegenheiten, die von diesen Leuten mit Scheinargumenten beschmückt sind, willst du sie dann unterscheiden. Die Salafus Salih, Ridwanullahi alayhim, sie haben dieser Vers nicht so verstanden, wie diese Leute es möchten, ihn zu verstehen. Und davon ist, yani, wie Sheikh Rabia Hafidahullah hierzu erwähnt, die Aussage Allahs bezüglich dieser Angelegenheit, der Angelegenheit, dass man solchen Leuten, sei es die Kuffar oder die Leute der Erneuerung, dass man ihnen kein Gehör schenkt und dass man sich vor ihnen hütet und weit weg bleibt. Dazu erwähnt Sheikh Rabia Hafidahullah als Beweis die Aussage Allahs, und zwar: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Die Übersetzung ist: Er ist es, der das Buch auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Versen. Sie sind der Kern des Buches. Und andere sind eben mehrdeutig. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zur Abschweifen ist, sie folgen dem, was davon mehrdeutig ist. Und sie tun dies,
im Trachten nach ihrer Führung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, die im Wissen fest gegründet sind, sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er dieser Vers vortrug, ihn rezitierte, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn du diejenigen siehst, die nach den mehrdeutigen Versen trachten, so lasst euch wissen, das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch erwähnt hat und vor ihnen gewarnt hat. So seid vor ihnen gewarnt. Und sowohl Allah subhanahu wa ta'ala als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam haben uns vor diesen Menschen gewarnt. Und wenn man gewarnt ist, man tut nicht diesen Leuten das Gehör schenken. Und anschließend sagt Sheikh Rabi'a Hafidahullah, die Salafu Salih, sie nahmen diesen Versen und auch die Ratschläge des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und sie waren die großen A'imma, die großen Gelehrten, die großen Imame dieser Umma. Und sie schützten sich. Sie schützten sich vor der Leute der Erneuerung. Und sie wollten ihnen kein Gehör schenken. So wie man es gesehen hat bei Muhammad ibn Sirin, rahimahullah. Sie wollten nicht mal von ihnen Koran hören. Geschweige denn anderen Angelegenheiten. All dies, weil die Salaf erkannt haben, dass diese Leute, die Erneuerer, sie versuchen sogar durch die Rezitation der Koran, sie werden mehrdeutigen Versen bringen und damit sich auch versuchen zu argumentieren mit mehrdeutigen Versen, um die Leute der Wahrheit, um die Leute der Sunna dadurch in die Irre zu führen. Das sind gewaltige Angelegenheiten, Barakallahu fikum. Das sind Angelegenheiten, die, wenn man die meisten Menschen, wenn jemand zu ihnen kommt und er argumentiert, angeblich mit den Versen aus dem Buch Allahs und man hat kein Wissen, man ist nicht gewappnet, dann ist da ein sehr leichtes Beute für ihn. Und man denkt sich, ja, er hat gesagt, Allah hat es gesagt. Er hat die Versen aus dem Koran gebracht. Und obwohl diese Verse sind mehrdeutig, und er bezweckt mit diesen Versen, dich in die Irre zu führen. Deswegen, die Angelegenheit ist gewaltig. Barakallahu fikum. Und die Salaf, Ridwanullahi alayhim, die großen Gelehrten, die Ozeanen des Wissens, sie haben es erkannt. Und deswegen, sie haben ihren Zeigefinger in ihren Ohren gesteckt, damit sie nicht von diesen Leuten nicht mal ein Hadith oder ein Vers hören. Und so sollten wir auch sein. Und viele von den Geschwistern, sie gehen mit dieser Angelegenheit leichtsinnig um. Vor allem heute in der heutigen Zeit mit dem ganzen YouTube und die ganzen Kanäle. Man klickt nur. Das ist einfach nur ein Klick. Und man hört sich diesen Schrott an. Und diesen ganzen Abfall von diesen Menschen. Die Salaf, Ridwanullahi alayhim, waren eben nicht so. Weil sie haben erkannt und sie waren sich bewusst über die Gefahren. Und deswegen manchmal, wir wundern uns, wieso auf einmal einige
Geschwister, die uns nahe waren, die unter uns waren, auf einmal sind sie nicht mehr da. Auf einmal sind sie nicht mehr da. Barakallahu fikum. Und dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, was wir von diesem Vers, was gerade eben rezitiert wurde, was wir davon profitieren und auch von den Ratschlägen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam profitieren, ist, dass man nicht der Leute der Falschheit das Gehör schenkt. Dass man nicht, und die Salaf, Ridwanullahi alaihim, sie waren sich einig im Einklang, Übereinstimmung, dass man warnen sollte, beziehungsweise müsste, von der Leute der Erneuerung. Und dass man sie boykottiert. Und dass man den Kontakt zu ihnen abbricht. Sie waren sich einig, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, dass man warnt vor der Lesung ihren Bücher. Dass man warnt vor der Lesung ihren Bücher. Und man sagt eben nicht, denn das ist ein Komplott von Seite der Erneuerer. Und zwar, dass man sagt, lies und nimm die Wahrheit und lass die Falschheit. Und dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, und du kannst diese Sache nicht machen. Du hast nicht die Kompetenz, die Fähigkeit dazu, zwischen der Wahrheit und der Falschheit zu unterscheiden. Und du bist, wenn du dich in diese Sache einlässt und du bist nicht mal fähig in dieser Angelegenheit, für diese Angelegenheit, dann am Schluss bist du in der Falle des Irrtums reingerutscht und reingefallen. Dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, wenn du dieser Angelegenheit unterscheiden könntest, wenn du die Fähigkeit dazu hättest, und du bist ein Alim, der gefestigt ist auf der Salafi Manhaj, und er versteht diese Angelegenheiten und er kann diese Scheinargumenten und die Zweifel, die sie bringen, er kann sie konfrontieren mit Wissen und Beweisen, dann sollte er diesen Bücher lesen, jedoch nicht, um davon zu profitieren, sondern, dass man sieht, die Falschheiten von diesen Leuten, und dass man sie danach widerlegt. Und dass man sie danach anschließend widerlegt. Jedoch, wenn du weißt, Sheikh Rabia Hafidahullah, wenn du weißt, dass du schwach bist, selbst wenn du ein Gelehrter bist, wie soll das gehen jetzt mit dieses europäisches Denken da, ja, er ist ein Gelehrter, aber schwach. Wie verbindet man das zusammen? Es ist sehr interessant, nach unseren europäischen verkrummten Verständnissen. Ja, die Gelehrten unterscheiden sich, meine Lieben. Die Gelehrten sind verschiedenen Stufen. Barakallahu fikum. Selbst wenn du ein Gelehrter bist, jedoch du bist schwach und du kennst das von sich. Und das ist sehr wichtig. Und das sind die wenigsten, die die eigenen Schwächen einsehen und merken. Viele sind so in einer Scheinwelt und denken von sich, wer sie sind und was sie sind. Allahul Musta'an. Selbst wenn du ein Gelehrter bist, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, und du bist schwach, so ist auf dich, dass du dich davon entfernst, von der Lesung in den Büchern und das Schauen in diesen Büchern rein und das Sitzen, all diese Sachen solltest du fernbleiben. Und wir haben, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, wir haben einige Beispiele erwähnt, was mit großen Persönlichkeiten und Gelehrten geschehen ist, aufgrund
ihre Freundschaft, wie Abdurrazzaq al-San'ani und Abu Dharr al-Harawi und weiteren und Ibn Aqil al-Hanbali, rahimahumullah, all dies aufgrund der Freundschaft, all dies aufgrund das Schauen in ihren Büchern, all dies aufgrund das Hören ihrer Aussagen. Deswegen seid gewarnt. Dann sagt Sheikh Rabia Hafizahullah, somit der Vers, was eben erwähnt wurde in der Frage, ist nicht zu verstehen. Und die Selef haben es auch nicht so verstanden und nicht so erläutert, dass man eben die Wahrheit und die Falschheit hört und dann man nimmt nur die Wahrheit. Das ist nur eine Illusion. Und diese Leute, sie haben andere Ziele durch solche verführerischen Aussagen. Denn einige, sie geben sich angeblich sehr, sehr durstig nach Wissen. Und sie haben dermaßen sich mit Wissen befasst und beschäftigt und auseinandergesetzt, dass sie jetzt schon die Bücher und die Vorträge und die Unterrichten der Leute der Sunna schon alles aufgesaugt haben. Und jetzt, da haben sie Langeweile, sie begeben sich zu den Unterrichten bzw. Büchern der Leute der Erneuerung. Das ist sehr leichtsinnig. Das ist sehr leichtsinnig und sehr schwach. Und das zeigt keine Aufrichtigkeit und keine Standhaftigkeit. Barakallahu fikum. Der eins solltest du wissen, ja Abdallah, wie Sheikh Abdullah al-Bukhari Hafizahullah in Medina sagte, wenn du nur einen Juz vom Koran auswendig kannst und du begnügst dich damit, weil du hattest nicht weiteren Möglichkeiten, um mehr zu lernen und du bist auf dem Manhaj der Salaf geblieben, du wirst nicht am Yawmul Qiyamah belangt, wieso du nicht den ganzen Koran oder die Hälfte davon auswendig gelernt hast oder ein Drittel. Aber wenn du den Koran auswendig komplett gelernt hast oder die Hälfte davon, jedoch bei Leuten, die nicht auf der Sunna waren und du wurdest beeinflusst von ihnen und bist du einer von ihnen geworden, So wirst du belangt. Barakallahu fikum. Dann die nächste Frage, die dem Imam, al-Sheikh al-Allam al-Mujahid al-Jahbith, Sheikh Rabia Hafizahullah gestellt ist, ist die Frage mit einer Aussage der Fragesteller, Yani sagt zu Sheikh Rabia, was ist Ihre Meinung bezüglich der folgenden Aussage? Und zwar, schaue, was er gesagt hat und schau nicht, wer es gesagt hat. Yani die Frage ist, schaue, was er gesagt hat und schaue nicht, wer es gesagt hat. Die Antwort von Sheikh Rabia Hafizahullah ist, dies kann eine Ansicht vertreten, es ähnelt der Aussage, erkenne die Männer durch die Wahrheit. Erkenne die Männer, die Leute durch die Wahrheit. Und erkenne nicht die Wahrheit durch den Männer. Und die Aussage auch,
erkenne bzw. erlerne die Wahrheit, so wirst du auch ihre Leute kennen. Das hat eben diese Ansicht, vertritt diese Ansicht. Dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, jedoch, ich habe das Gefühl sozusagen, dass derjenige, der diese Aussage tätigt, er bezweckt eine andere Sache dadurch. Und das ist, er will durch diese Aussage die Leute der Falschheit verteidigen. Er bezweckt damit, dass man nicht die Köpfe der Falschheit erwähnt und dass man nicht vor ihnen namentlich warnt. Dass man nicht vor ihnen namentlich warnt. Denn wenn er diese Sache bezweckt, dass man eben sie verteidigt und dass sie nicht erwähnt werden und dass man nicht vor ihnen namentlich warnt, diese Sache steht im Widerspruch zum Buche Allahs, zu der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und der Manhaj der Salafu Salih. Denn im Buche Allahs und in der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurden getadelt und gerügt die Kuffar, die Heuchler, die Erneuerer, die Frevler. Und es sind beinhaltet die Regeln und die Urteile bezüglich aller dieser Sorten von Menschen. Dann die nächste Frage, die dem Imam Sheikh Rabia Hafidahullah gestellt wird, ist bezüglich einer weiteren Aussage, die auch eben getätigt wird. Und zwar, profitiere jedoch, stütze dich nicht auf ihm. Profitiere jedoch, stütze dich nicht auf ihm. Sheikh Rabia Hafidahullah sagt in seiner Antwort, dies kann die Bedeutung haben, und zwar, dass man von jemandem profitiert, der berechtigt ist, von ihm zu profitieren, aber man sollte sich nicht bei ihm oder auf ihm für jede Angelegenheit stützen. Man sollte sich nicht bei ihm für jede einzelne Angelegenheit stützen. Und dass man ihm eben nicht blind folgt. Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, mag sein, yani, dass er profitiere, jedoch stütze dich nicht auf ihm in jeder Angelegenheit, dass er dies beabsichtigt und Wallahu a'lam. Denn, yani, das ist ähnlich wie der Aussage von jedem, und das ist die Aussage von Imam Malik, Rahimahullah, von jedem wird genommen oder auch abgelehnt, außer vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, mag sein, dass er diese Bedeutung bezweckt. Wallahu a'lam, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah. Die nächste Frage, die dem Sheikh al-Allam, al-Imam al-Sheikh Rabia Hafidahullah gestellt wird, und zwar ist bezüglich der Frage, was ist Ihre Antwort oder Ihre Aussage bezüglich der Kampagne? Besonders der Angriff, welcher geführt wird durch die Jamaat al-Tabligh und Ikhwan al-Muslimin gegen die Verunglimpfung der Da'wah Salafiyya. Die Antwort von Sheikh Rabia Hafidahullah ist, bei Allah, diese Sache hat schon längst begonnen. Dass sie eben diese Kampagne anführen und anstiften und an der ersten Linie gegen die Leute des Wissens, Ahlul Ilm, Jamaat al-Tabligh, sie verunglimpfen die Gelehrten der Sunna und Ikhwan al-Muslimin, seit sie
seit sie yani, seit sie auf dem Boden dieser Länder getreten sind, yani seit sie nach Saudi-Arabien geflüchtet sind in Wirklichkeit und von und in Saudi-Arabien wurden sie vom Staat und von den Bewohnern dieses Landes aufgenommen, herzlich aufgenommen. Jedoch diesen Leute, sie hatten andere Zwecke, sie hatten andere Ziele, sie hatten eine Agenda für dieses Land. Und sie haben schon damals, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, seit der Anfänge, sie haben angefangen, die Gelehrten der Sunna zu verunglimpfen und zu verzehren und sie geringfügig zu schätzen. Jedoch am Anfang, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, am Anfang haben sie dies ins Geheimen gemacht, versteckt. Und mit der Zeit haben sie mehr offensichtlicher und offensichtlicher getan. Jedoch, was haben, Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, was haben die Salafiyun, die wahren Salafiyun, gemacht? Die wahren Salafiyun, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, sie haben dieses Land gegründet. Nämlich Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wurde von den Salafiyun gegründet. Yani die Salafiyun, die wahren Salafiyun, sie haben dieses Land gegründet. Oder war etwa nicht Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimullah Salafi? Und war nicht etwa Mohammed al-Saud Salafi? Diesen zwei Salafis, sie haben sich damals zusammengetan und sie haben dieses Land, Saudi-Arabien, gegründet. Walillahilhamd. Und dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, was haben diese Leute gemacht? Was haben diese Leute gemacht? Haben sie etwa ein muslimisches Land errichtet und gegründet? Vielmehr in diesen Ländern, wo sie Einfluss haben und Einfluss ausüben, sie rufen zur Einigung der Religionen. Wie beispielsweise Sudan und Iran. Und all dies, sei es Sudan und Iran, die Ikhwanul Muslimin haben ihren Finger da im Spiel. Haben da, yani, ihre Finger im Spiel. Und sie haben sich bei den Ikhwanul Muslimin erzogen. Und jetzt stellt sich die Frage, da wo sie Einfluss haben, denn diese Leute, sie versuchen eben die Dawa Salafia zu verunglimpfen und sie zu verzehren. Diese Leute, da wo sie Einfluss haben, haben sie etwa jemals ein Grab dem Erdboden gemacht? Nein, haben sie es nicht gemacht. Weder im Sudan noch anderswo. Und als Jamilur Rahman, Rahimahullah, als er kam in eine Region von Afghanistan, er hat die ganze Region gereinigt von Gräber und sonst irgendwelchen Sachen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Er hat sie beseitigt und entfernt. Und er hat mit der Scharia gerichtet und geurteilt. Sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, ka'annaha fi ahdi sahaba. Als wäre diese Region, ähnelte es diese Region, die von Sheikh Jamilur Rahman, rahimahullah, yani unter seiner Herrschaft war, ähnelte es dieser Region der Zeit der Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Denn
Es wurde der Salafi-Manhaj unterrichtet, offiziell, staatlich wurde der Salafi-Manhaj unterrichtet, das Buch Allahs und der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und sie nannten sich Jama'atu Ahlus Sunna wal Quran. Und in der Tat, sie waren es, Jama'atu Ahlus Sunna wal Quran. Und sie haben die Gräber vernichtet. Und sie haben die Plantagen von Haschisch vernichtet. Sie haben die Länder, die Ländereien in dieser Region von all diesem Haschisch gereinigt, gesäubert. Sie haben eine richtige islamische Gemeinschaft gegründet. Und die Ikhwanul Muslimin, in Afghanistan, wie der Siyaf oder Sayyaf und Hikmetiyar und Burhani und Yunus und Khalis und so weiter und so fort, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, im Jahre 1402 oder 1403, wir haben ein Teil, eine Stadt, Bashawir, in Afghanistan besucht. Und einige von diesen Leuten, sie kamen zu uns und sie behaupteten, sie hätten 80% von Afghanistan sei unter ihrer Kontrolle. Und jetzt, Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, wenn sie eben 80% von Afghanistan unter ihrer Kontrolle hatten, was haben sie damit, mit diesen 80% gemacht, getan? Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, ja, sie haben Haschisch angepflanzt und Opium angepflanzt. Ja, meine Lieben, sie haben nicht die Aqida, den Tawhid, verbreitet und versucht, in den Herzen diesen Sachen anzupflanzen, dass da Generationen aufwachsen, die auf dem Tawhid und Sunna sind. Vielmehr solchen zerstörerischen, vernichtenden Mitteln haben sie fleißig und auf Hochtour angepflanzt. Und dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, man hat es gesehen, in diesen Regionen, die diese Leute eben die Oberhand hatten und regierten, man hat es gesehen, wie die Gräber verehrt werden, wie die Gräber hoch gemacht werden und groß gemacht werden. All dies sollte etwa die Umsetzung der Scharia sein. Und am Schluss, yani Jamilur Rahman, Sheikh Jamilur Rahman, Rahimahullah, er wurde von ihnen getötet. Die Ikhwanul Muslimin, die Khawarij, sie haben ihn auf verräterische Art und Weise getötet. Deswegen lasst euch nicht täuschen von diesen Leuten, die vor der Kamera auftreten und vermummt sind und schreien in die Kamera, Tod für Amerika und Tod für Europa. Lasst euch nicht täuschen. Barakallahu fikum. Lasst euch nicht täuschen. Und Sheikh Rabia Hafidahullah erwähnt es hier, dass diese Leute, die solchen Geschreien machen, in Wirklichkeit sind am meisten vom Westen beeinflusst. Und vielen ihren Angelegenheiten haben sie übernommen vom Westen.
Dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, und bezüglich auch yani, der Khawarij, die in Sudan vorhanden sind, sie bekämpfen die Gelehrten, sie führen diese Kampagne gegen die Großgelehrten dieser Umma, indem sie die Ulema der Sunna als Murji'a bezeichnen. Und Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, dass jemand zu ihm gekommen ist aus Sana'a, aus der Hauptstadt von Jemen, und hat ihm berichtet, yani dem Sheikh Rabia Hafidahullah, es wurde ein Vortrag gemacht oder Vortragsreihen von bestimmten Leuten, und sie haben diese Leute, die diese Vorträge gemacht haben, sie haben in diesen Vorträgen die Gelehrten von Saudi-Arabien mit Irja beschuldigt und auch dazu zu ihnen hinzugefügt, der Großgelehrte Al-Muhaddith, Al-Imam Al-Allama Al-Jahbith, Al-Mujahid, Al-Sheikh Al-Albani, Rahimahullah. Sie haben gesagt, dass all diese Gelehrten seien Murji'a. Und das ist auch von dieser Kampagne, die von diesen Leuten angetrieben wird. Und Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, ich habe ihm gesagt, diesem Mann aus Sana'a, du sollst zu ihnen sagen, ihr seid von den schlimmsten Sorten der Murji'a. Und dieser Mann hat gesagt, wie soll das sein? Dann, Sheikh Rabia Hafidahullah hat ihm gesagt, du sollst ihnen sagen, weil ihr seid Murji'a gegenüber im Verhalten gegenüber der Leute des Irrtum und der Erneuerung und der Gräber und der Rawafida und Sufia. Ihr seid in dieser Hinsicht, seid ihr Murji'a. Und bezüglich auch gegenüber dem Sayyid Qutb. Denn du kommst zu jemandem von ihnen und du sagst, dass Sayyid Qutb oder anderen Leute aus der Reihen der Sufia und der Rawafid und Quburiyun und weiteren Leute der Erneuerung, du sagst, er sagt mit Pantheismus, er ruft zur Pantheismus, und er greift und verunglimpft die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und er greift an einige der Propheten, und du erwähnst ihm weiteren schlimmen Aussagen und Handlungen von dieser Person, und was sagen sie? Ma yadurruhu lahu jawanib musharrafa, yani ihm schadet das nicht, weil er hat andere Sachen, die lobenswert sind. Schaut. Wenn du sagst ihm, er spricht gegen die Propheten Allahs, und er sagt zu dir, la yadurruhu, ihm schadet es nicht. Du sagst ihm, er spricht gegen die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, sagt er, la yadurruhu. Du sagst ihm, er ruft zum Pantheismus, er sagt, la yadurruhu. Er hat lobenswerte Seiten. Ist das nicht etwa Irja? Sollten die keine Murji'a sein? Dies sind Murji'a, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah. Dies sind die wahren Murji'a. Sind auch Murji'a mit den Hukam, mit den Herrschern. Wie beispielsweise die Herrscher, die von ihnen sind, wie in Sudan, zu damaliger Zeit. Er ist von ihnen, so kann er zur Einigung der Religion rufen, zur Verehrung der Gräber, zur Verehrung weiteren schlimmen Angelegenheiten wie die Kirchen. Und dann, all dies sollte kein Problem sein und ihm sollte es nicht schaden.
sollte es nämlich, wieso? Weil er ist ein Ikhwanji. Und Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, und was uns anbelangt, walillahil hamd, wir haben kein Körchen der Irja. Wir sehen die Kebair, die großen Sünden. Wir sehen, dass diese Angelegenheit, diejenigen, die großen Sünden begehen, sie sind der Gefahr ausgesetzt, in das Höllenfeuer einzugehen. Und mag sein, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, dass einige, die großen Sünden begehen, dass sie von den Munafiqun sind, von den Heuchlern. Und wir sagen auch bezüglich den Sagair, den kleinen Sünden, wenn sie sich bei einer Person versammeln, sie zerstören ihn. Hört euch ganz genau zu. Nicht leichtsinnig umgehen. Ja, das ist eine kleine Sünde. Und dann morgen eine weitere. Und immer morgen eine ganz andere weitere. Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, wenn sie sich bei ihm versammeln, er begeht immer mehr und mehr kleinen Sünden. Al-Imam Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, sie zerstören ihn. Sie zerstören ihn. Und Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, wir unterschätzen nicht die kleinen Sünden. Wir unterschätzen nicht die kleinen Sünden. Barakallahu fikum. So sollte man sich yani davor ins Acht nehmen. Und dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, jedoch diese Leute, wenn man mit ihnen ist, wenn man unter ihrer Flagge ist, der Flagge der Ikhwanul Muslimin, ihm schadet es nichts. Selbst wenn er ganzen Plantagen von Haschisch anpflanzt, la yadurruhu, solange er unter der Flagge der Ikhwanul Muslimin sich befindet. Gibt es etwa eine dreckigere Irja als diese? Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, gibt es jetzt eine dreckigere, eine schlimmere Irja als diese, von diesen Leuten? Und dann, yani Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, zudem Übel, was sie haben, diese Leute, sie sind noch zusätzlich Khawarij. Sie sind Khawarij und hört euch ganz genau zu. Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, sie sind Khawarij gegenüber der Leute der Sunna. Und sie sind Murjia gegenüber der Leute der Erneuerung und der Falschheit. Passt auf, Barakallahu fikum. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen und zu kennen. Dass diese Leute, sie sind Murjia, was den Erneuerern und der Leute des Irrtums anbelangt. Und das sind Khawarij, wenn es darauf ankommt, wie man mit der Leute der Sunna umgeht. Sie sind dann Khawarij. Möge Allah subhanahu wa ta'ala vor ihnen uns beschützen. Dann die nächste Frage, die dem Imam Sheikh Rabia Hafidahullah hier gestellt wird, ist die folgende, dass in dieser Wasail al-I'lam, yani in den Medien und in den Nachrichten wird verbreitet von einigen, die sich als Islamiyun, als yani islamischen Denker oder wie man sie bezeichnen sollte, diese Islamion, sie begehen in einige Länder Demonstrationen. Sie begehen in einige Länder Demonstrationen und während dieser Demonstrationen, die sie begehen, sie verursachen auch Sachschaden. Sie verursachen auch dadurch Sachschaden.
Schaden. So stellt sich die Frage, ist diese Angelegenheit oder diese Vorgehensweise vom Islam? Sheikh Rabia Hafizahullah sagt, kurz zusammengefasst, die Demonstrationen bzw. Kundgebungen, die Pierre Vogel und die ganzen Vogels in Deutschland, wo sie sind, solchen Sachen unternommen haben, weil sie haben nicht Demonstrationen gesagt, sondern Kundgebungen. Und wenn man sieht, es sind genau gleich, was sie da tun. Diese Demonstrationen, sie haben die Demonstration, diese Vorgehensweise. Sie haben es von den westlichen Leuten übernommen. Sie haben es von den westlichen Leuten übernommen. Und diese Leute, sie zeigen sich äußerlich, als würden sie der Westen bekämpfen, beziehungsweise wollen sie und möchten sie und träumen sie, den Westen zu bekämpfen. Jedoch, sie sind die heftigsten, die vom Westen beeinflusst wurden. Und sie folgen ihren Traditionen und Bräuche und Methodologien, all dies, um gegen den in den muslimischen Ländern solchen Sachen zu verüben. Sie sind wie Papageien geworden. Sie nehmen diese Angelegenheit vom Westen, von diesem Westen, wo sie angeblich so gerne ihn bekämpfen möchten. Jedoch, sie sind wie Papageien. Sie übernehmen die Sachen von ihnen und transportieren es in den muslimischen Ländern. Und dann übersetzen sie es ins Arabisch. Und da sollte es eben muslimisch, islamisch klingeln, tönen. Und die Juhal der Muslime, sie denken, ja, wenn da ein Araber spricht und er spricht Hocharabisch und er hat ein Thaub und er hat eine Kopfbedeckung, dann sollte dies islamisch sein. Jedoch der Islam ist frei von solchen Angelegenheiten. Sheikh Rabia Hafizahullah sagt, genau diese Leute, sie sind versunken, sie sind ertrunken in der Blindbefolgung der Traditionen und der Bräuche und politischen Ansichten der Westler. Genau diese Leute. Genau diese Leute. Und auf diesen Leuten trifft die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam: Ihr werdet jene vor euch folgen, Handspanne um Handspanne, Elend um Elend. Selbst wenn sie im Loch der Eidechse reingehen, ihr werdet versuchen, da auch reinzugehen. Auf ihnen trifft diese Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und als die Sahaba Ridwanullahi alaihim sagten, sind etwa, ja Rasulallah, al-Yahud wa al-Nasara, sind etwa die Juden und die Christen, dann antwortete der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Amen, wer sollte sonst sein? Aber die Ikhwanul Muflisin und Mujrimin, sie kommen, und Khawanatul Muslimin, sie kommen und dann behaupten, sie möchten der Westen bekämpfen. All dies als eine Masche, als Betrug, um die Leichtsinnigen reinzulegen. Und auch die Angelegenheit, sagt Sheikh Rabia Hafizahullah, dass man da Sachschaden anrichtet und Verwüstung, dass diese Sache ist eine Delikt, und das ist auch islamisch gesehen, das ist auch strafrechtlich islamisch gesehen auch, dass man eben Sachschaden anrichtet und Verwüstung anrichtet und dass man Menschen sogar verletzt. All dies ist in unserer Religion verboten. Denn ansonsten, wenn wir uns nicht davor lossagen,
die Leute werden sagen, das ist vom Islam. Das ist vom Islam. Und sie werden von ihrer Religion so erzogen. Deswegen, meine Lieben, Barakallahu fikum, jeder von uns hat seine Verantwortung. In seinem Kreis, in seiner Umgebung, wo man wohnt und sich aufhält, und auf dem Arbeitsplatz und sonst wo, man hat die Verantwortung. Denn schnell und oft denken die Leute, wenn sie sehen bei uns, wir zeigen den Islam äußerlich und offensichtlich, wenn wir Fehler begehen, sie verknüpfen diesen Fehler, verbinden diesen Fehler mit dem Islam. Und die Verantwortung ist da noch größer, dass wir sehr, sehr achtsam sind, was wir tun, was wir sagen und die ganzen Handlungen, die man begeht. Dass man da die Sache ja nie, dass man ja nie vorsichtiger ist. Und man kann vorsichtiger werden, nur wenn man Wissen hat. Mit Wissen, du handelst sichere Schritte, sichere Handlungen und Taten und Aussagen durch den Wissen, bi'idhnillahi ta'ala. Du hast Sicherheit in deinen Aussagen und Handlungen. Ohne Wissen bist du im Zweifel. Und dann sagt Sheikh Rabia, hafizahullah, dass diese Angelegenheit, sie verzehren das Bild des Islam. Und sie werden dafür von Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen. Und sagt der Sheikh, Sheikh Rabia, hafizahullah, wir erhoffen von unseren Jugendlichen, dass sie ihre Vernunft bzw. ihren Verstand benutzen, meine Lieben, der Verstand. Und auch, dass sie dann anhand basieren auf ihre Glaubensgrundlagen, worauf sie mit Wissen aufbauen, dass sie dann diesen Bewegungen, diese abschweifenden Bewegungen der Demonstrationen, der Sachschaden und so weiter und so fort, dass sie diesen Bewegungen mit Wissen konfrontieren. Mit Wissen konfrontieren. Dann die nächste Frage, die dem Imam Sheikh Rabia Hafizahullah hier gestellt ist. Der Fragesteller sagt, wir erhoffen von Ihrer Exzellenz, dass Sie uns der Salafi-Manhaj klar machen in der Aufruf zu Allah. Und sind etwa Ausflüge beziehungsweise Campings und Reisen und Anashid und Comedy Teil der Dawah, dass man dadurch durch solchen Angelegenheiten Dawah betreibt? Die Antwort von Sheikh Rabia Hafizahullah ist, bei Allah, diese Angelegenheiten, yani die Angelegenheit Ausflüge, Reisen, Anashid, Theater, Comedy und so weiter und so fort, solchen Angelegenheiten wurden übernommen von der Gruppe, von der Sekte der Ikhwanul Muslimin von Westen. Die Ikhwanis, die der Westen so sehr hassen, da sie ihn so sehr, sehr hassen, sie übernehmen gerne ihre Bräuche. Das soll wirklich ein Hass sein. Sehr interessante Verbindung, meine Lieben. Deswegen einfach wach sein. Lasst euch nicht täuschen von ihren Bärten. Und lasst euch nicht täuschen, wenn sie lächeln und wenn sie sich als niedlich zeigen und Tränen vergießen. Lasse dich nicht täuschen. Ansonsten bezahlst du diese Naivität mit deiner Religion. Barakallahu fikum. Und das ist sehr kostbar. Sehr kostbar. Du sollst für keinen Preis der Erde deine Religion aufs Spiel
setzen. Eben, Sheikh Rabia Hafizahullah sagt, dass diese Angelegenheiten, sie wurden von den Ikhwan al-Muslimin übernommen, und zwar vom Westen. Und bezüglich der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala, worauf basierend ist auf Manhaj der Salaf al-Salih, sie ist die Da'wah mit dem Buch Allahs und der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, basierend auf dem Manhaj, auf dem Verständnis der Salaf al-Salih, mit Wissen und Weisheit und schöne Ermahnung, dass man die Leute, die Menschen erzieht, dass man sie belehrt. Und wenn man Wissen erlangt hat, dann kann man die Leute aufrufen. Man weiß dann anhand des Wissens, was man hat, wie man zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Dann weiß er, wie er argumentiert. Dann weiß er, welchen Beweisen er bringt, zu welchen Angelegenheiten. All dies durch den Wissen, inshallah. All dies durch den Wissen, barakallahu fikum. Und ihr sollt euch nur umschauen. Wer tut die Leute, die Muslime, mit so einer Aufruf erziehen? Und dass man sie aufruft und ihnen Bücher unterrichtet. Nicht, dass man mit Emotionen heute einen Vortrag und kam dann ein Razzia, ein das und dann macht man sofort einen Vortrag wegen dieser Razzia. Die kommen nicht einfach umsonst. Jedes Mal und oft eigentlich bei einigen dieser angeblichen Duat in Deutschland. Sie kommen nicht einfach so, die ganzen Razzias. Und dann wollen sie gerne dies mit dem Islam verbinden, weil sie so starken Da'is sind. Deswegen, sie haben ein Auge auf ihnen. Alles wollen sie dann dem Islam zuschieben. Weil dann werden sie, sind die Leute noch beeinflusster. Und Solidarität ihnen gegenüber zeigen sie dann. So lasst euch nicht täuschen von solchen Angelegenheiten. Und dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, der Manhaj und der Da'wah ila Allah ist der Anfang mit Tawhid, zum Tawhid, zur Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und dass man diesen Säulen des Islam praktiziert und umsetzt. Wie man dies vom Hadith Mu'ath ibn Jabal radiallahu anhu erkennen kann und davon Nutzen ziehen kann. Und zwar als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn nach Jemen entsandte, so sagte er zu ihm, du wirst zu einem Volk Leute des Buches kommen, beziehungsweise vorfinden in Jemen. Das Erste, wozu du sie aufrufen wirst, ist, dass sie bezeugen, Ash-Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und wenn sie dir in dieser Sache gefolgt haben, dann berichte es ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen während dem Tag und der Nacht die 5 Gebete auferlegt hat. Und bis zum Ende des Hadithes. So fängt dieser Tertib, die Reihenfolge. Und die Reihenfolge und der Aufruf zum Tawhid geschieht es eben nicht durch einen Vortrag auf dem TikTok oder irgendwo, wo sie Vorträge machen auf dem YouTube und irgendwo und auch nicht mit 5 Vorträgen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam 13 Jahre lang in Mekka. Und dann wurde die Da'wah zum Tawhid fortgesetzt, auch in Medina. Es wurde nicht ein
einen Punkt gemacht und jetzt lassen wir die Dawa zum Tawhid. Nein, es wurde fortgesetzt, auch in Medina. Und kurz bevor der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, er hat seine Gefährten zum Tawhid aufgerufen und sie ermahnt und sie erinnert und belehrt und unterrichtet. Jedoch, sie haben die Ikhwanul Muslimin anderes Vorhaben, andere Ziele. Nicht Ziele, dass die Muslime ihre Religion erlernen und sie verstehen. Denn wenn sie ihre Religion begreifen und verstehen, dann werden sie diese Leute verlassen. Ganz einfach. Kein Mensch, der diese Religion verstanden hat, bleibt mit diesen Leuten, mit Ikhwanul Muslimin. Jeder sieht, dass sie nicht auf dem sind, worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war. Und dann sagt Sheikh Rabia hafidahullah, in unserer Zeit, die meisten Muslime, sie sind von sehr gefährlichen Krankheiten befallen. Sehr hochgefährlichen Krankheiten befallen. Einerseits, alhamdulillah, sie verleugnen nicht das Gebet. Sie verleugnen auch nicht die Zekah und auch nicht der Hajj und die Säulen des Islam. Jedoch das Problem und diese gefährlichen Krankheiten sind in der Angelegenheit der Aqa'id, der Glaubensgrundlagen, der Esma wa Sifat. Da wirst du viele von ihnen vorfinden, sie haben Verneinung der Eigenschaften Allahs und sogar der Namen Allahs. Und auch in der Angelegenheit der Ibadah, der Anbetung, da siehst du, sie rufen anderen anstatt Allah subhanahu wa ta'ala und sie schlachten für anderen als Allah subhanahu wa ta'ala und du siehst, sie verehren die Gräber und weiteren ihre Lehren, die sie haben. Da sollte man diese Sache korrigieren. Diese Angelegenheit berichtigen, damit sie die Shahadat und La ilaha illallah richtig implementieren. Denn wenn sie die Shahadat und La ilaha illallah verstehen, begreifen und sie umsetzen, dann werden sie nie mehr anderen anrufen, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Sache benötigt sehr großer Geduld und Ausdauer. Und Ausdauer. Barakallahu fikum. Dann sagt Sheikh Rabia hafidahullah, und bezüglich der Angelegenheiten, die eben die Muslime durch diese Angelegenheiten abgelenkt sind, und zwar diese ganzen Anashid, islamischen Lieder und irgendwelchen Comedies, die da unternommen werden, Sheikh Rabia hafidahullah sagt, bei Allah, sie sind vom Westen übernommen. Sie sind vom Westen übernommen. Denn die A'imma, die Großgelehrten des Islam, sie haben gegen solchen Sachen gesprochen. Bezüglich diesen islamischen Lieder. Und gegen diese Angelegenheit hat Imam Ahmed rahimullah gesprochen. Und Imam Shafi'i rahimahullah. Und Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Und Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sie haben gegen diesen Angelegenheiten gesprochen und vor diesen Angelegenheiten gewarnt. Gewarnt. Barakallahu fikum. Und sie nannten diese Angelegenheiten schon damals, dass sie eine Ablenkung sind vom Buche Allahs. Eine Ablenkung sind vom Buche Allahs. Und das passt eben nicht den Ikhwanul Mufsidin.
Und letztens ist, haben wir mitbekommen, dass so ein Sänger aus der Kosovo hat er bereut von dem, was er gemacht hat, und hat er öffentlich sich vor diese Sache distanziert. Und dann hat er gesagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, tritt allesamt im Islam ein. Udkhulu fi silmi kaffa. Und dann einige haben gesagt, dadurch will er zu einem anderen Sänger wie widerlegen. Und was passiert? Es ist unwichtig jetzt, die Angelegenheit zwischen diesen zwei Sängern und in was für eine Beziehung und Verbindung sie stehen. Allahu a'lam, wir kennen sie nicht mal persönlich. Aber was geschehen ist, dass einer von den ihre Köpfe in Albanien, dieser Ahmed Kalaya, er hat diesem Jungen geschrieben, mache keine Fitna. Denn dass er sich von Musik distanziert und dass er sagt, dass man die Musik ist gänzlich haram, dadurch macht er Fitna. Anstatt dass sie ihn ermuntern und ihn motivieren. Nein, schaut die Ikhwan und Mufsidin, das sind Mufsidin, meine Lieben. Lasst euch nicht täuschen. Das sind Mufsidin, das sind Zerstörer. Das sind Übeltäter, das sind kriminelle Leute. Und Kriminalität ist nicht nur mit Drogen und Waffen. Wohlverstanden. Die Kriminalität im Namen der Religion ist viel schlimmer. Viel schlimmer, schlimmer, schlimmer. Denn er zerstört dir deine Religion. Er zerstört dir deine Religion. Die Religion, womit du vor deinem Herrn stehen wirst und zur Rechtschaffen gezogen wirst. Das sind die Ikhwan al-Mufsidin. Schaut Imam al-Shafi, rahimahullah, sagt, das sind Ablenkung, diese Anashid. Das sind Ablenkung vom Buch Allahs. Dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, die Tulabul Ilm, seit der Sahaba, die Tulabul Ilm, und bist du etwa ein Talibul Ilm von diesem Kaliber? Oder bist du diese Ikhwanji Talib, der mit Nasheed und gerne sich auf dem YouTube mit Nasheed zeigt, am Anfang und am Ende und während dem. Ihr seid Ikhwan al-Mufsidin, ihr seid kein Salafiyun. Um Salafi zu sein, braucht es viel. Salafi zu sein ist eine gewaltige Sache. Es ist kein Spiel auf dem TikTok und wo sie sind. Und wo sie sich verkriechen. Und wo sie ihre Hartz IV abkassieren. Tulabul Ilm. Seit der Sahaba Ridwanullahi alayhim. Ila yawmina hada. Bis zu unserer Zeit. Bis in unseren Tagen. Sie kannten und sie hatten nicht diesen Anashid. Und auch nicht diese Comedies. Das wurde von diesen irregeleiteten Gruppierungen übernommen, beziehungsweise sie haben es übernommen, diese irregeleiteten Gruppierungen, von den Juden und Christen. Von den Juden und Christen. Und diese Comedies, beziehungsweise diese Theaterstücke, in der ursprünglich, sagt Sheikh Rabi Hafidahullah, ursprünglich waren heidischen Anbetungen bei den Griechen und Römern. Sie hatten diese Handlungen begangen als Annäherung zu ihren Göttern. Wohlverstanden, meine Lieben. Als Annäherung zu ihren Göttern. Und sowas kannte der Islam nicht. Und die Muslimen kannten es auch nicht. Und auch in der Jazira, in der halbarabischen Insel, wurde
kannte man diesen Angelegenheiten nicht, nicht mal in der Jahiliyyah. Und auch später nicht. Und als die Muslime dann in diesen Länder kamen, in Syrien, in Scham und Ägypten, wurden diese Ländereien bereinigt, auch von solchen niederträchtigen Angelegenheiten. Und dann kommen die Ikhwanul Mufsidin und wollen diese Angelegenheit wieder in die muslimischen Länder zurückbringen. Und dann sagt Sheikh Rabia Hafizahullah zum Schluss, dass die Mashaikh, die Gelehrten, sie haben bereits schon Fatawas, Rechtsgutachtungen bezüglich diesen Angelegenheiten gegeben. Und sie haben gesagt, es ist nicht erlaubt. Wie beispielsweise Sheikh Ibn Baz, Rahimahullah, hat gesagt, La yajuz, es ist nicht erlaubt. Jedoch, sie schenken ihm für solchen Angelegenheiten kein Gehör. Würde er, sagt Sheikh Rabia Hafizahullah, eine Fatwa geben, eine Rechtsgutachtung, was ihren Gelüsten entspricht, was ihren Gelüsten entspricht, dann sie fliegen damit und verbreiten es überall. Jedoch, wenn solche Sachen kommen, dann siehst du sie, sie lassen diesen Fatawas fallen. Sie lassen diesen Fatawas fallen. Somit sind wir zum Ende für heute, bi'idhnillahi ta'ala. Und wir neigen auch dem Ende dieses Buches. Wir werden bi'idhnillahi ta'ala noch einen Unterricht mit diesem Buch durchführen. Und dann bi'idhnillahi ta'ala werden wir ein anderes Buch beginnen. Jedoch dies werden wir zu der gegebenen Zeit bekannt geben und mit Absprachen unseren Geschwister von Miraf werden wir bi'idhnillahi ta'ala schauen, welches Werk wir als nächstes behandeln werden. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.